Gut, das ist Bella de Monte, eine Gidenberger Stute. acht geboren, also noch sehr jung, ganz leicht angeritten. Dann hatte sie vor ein paar Wochen einen Tritt abbekommen, hat dann die ganze Zeit gestanden und kam dann vor einer Woche oder zwei wieder zurück in die Herde rein. Gestern habe ich sie zum ersten Mal geritten, um zu gucken, ob ich sie heute hier zeigen kann. Und das ging eigentlich sehr schön, weil sie ein sehr freundliches, nettes Pferd ist. Ihr Vater ist der Pasofino-Hengst der Familie Wendel, Shadow Dancer Mako. Und die Mutter Biatla vom Spießenhof, eine, ja, im weitesten Sinne geht sie zurück auf Tor von Sports. Björnsi von der Birk ist der Vater der Mutter. Also ein F1 Gidenberger. Erste Generation. Jetzt also bestimmt 4 Wochen, bestimmt eher 6 Wochen nicht gearbeitet. Oh. Oh, bleib doch stehen. Hey. Hey. Ist gut. Und davor nur leicht angeritten, was aber sehr, sehr unproblematisch war. Ganz freundliches Pferd, sehr leicht zu reiten, sehr zuverlässig. Sie ist vorne noch mit Plastik beschlagen, also so beschlagen, dass sie eher möglichst wenig Aktion hat. Ist aber ihr dafür möglichst leicht fällt, im Tölt zu laufen. Ich taste mich so ein bisschen vorsichtig ran. Ja, ist gut. Man darf auch jetzt nur die Ansätze beurteilen bei einem Pferd, was so gerade eben erst ganz leicht angeritten ist. Aber weil die Ansätze so schön sind, habe ich mich entschieden, sie doch schon vorzustellen. Ganz viel flüssigen Tölt mit so gut wie immer sauberem Takt. Hat natürlich null Routine hier auf der Bahn zu laufen, wo er sonst auch herkommen. Oh. Ich
denke, das sollte schon reichen, um einen ersten Eindruck von ihr zu bekommen. Ganz sympathisches, schön zu reitendes Pferd mit guten Anlagen.